Ja, es ist wieder Zeit für ein Instagram Q&A. Jeden Freitag habt ihr die Möglichkeit, mir Fragen auf Instagram zu stellen und ich werde diese Fragen dann in einer kurzen Story beantworten. Die eine oder andere Frage ist so gut, dass ich mir dann denke, die können wir mit in die Videos hier auf Steuern mit Kopf mit aufnehmen. Welche Themen es dieses Monat geschafft haben, das erfährst du jetzt gleich im Video. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Ja, aktuell ist hier wieder das Thema Kryptowährungen in aller Munde. Es ging rauf, es geht runter, es ging seitwärts. Doch auch hier bei Kryptowährungen ist ja nicht immer alles, kann man sagen, Krypto, was glänzt. Denn es ist so, es kann ja auch mal was passieren. Es können ja auch Verluste entstehen, beziehungsweise in dem Fall auch Kryptowährungen gestohlen werden oder halt verloren gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es denn eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel der Account gehackt wird, eine Börse pleite geht oder ähnliches? In diesem Zusammenhang war die Frage, auf jeden Fall, kann man diese Verluste dann steuerlich in irgendeiner Form geltend machen? Grundsätzlich, ja, es ist möglich, aber nur dann, wenn zwischen der Anschaffung der Coins und dem Verlust weniger als ein Jahr liegt. Denn hier gilt das klassische Prinzip, wenn du innerhalb eines Jahres Steuern zahlen musst, also auf die Veräußerung, kannst du auch in dem Fall nur Verluste geltend machen, die zwischen Anschaffung und Veräußerung weniger als ein Jahr, sag ich mal, diesem Zeitpunkt liegt. In dem Fall war es jetzt so, dass es hier zwei Jahre gedauert hat zwischen Anschaffung und dann dem endgültigen Verlust. Hier ist es nicht möglich, denn dort werden ja auch die Coins steuerfrei. Dementsprechend ist es hier kein privates Veräußerungsgeschäft. Ja, auch das Thema Corona lässt uns ja nicht los. Aktuell ist es so, dass die Bundesregierung aus allen möglichen, beziehungsweise das Bundesministerium für Finanzen, aus allen möglichen Löchern feuert mit Überbrückungshilfen, Soforthilfen, außerordentlichen Wirtschaftshilfen, Steuererleichterungen, Steuerreduzierungen und. Da ist natürlich immer wieder die Frage, ja, wer soll das denn dann am Ende eigentlich bezahlen? Dementsprechend war die Frage her, wie sehr hältst du höhere Einkommensteuern, Wertpapiersteuern, Immobiliensteuern nach der Corona-Zeit für möglich? Man darf nicht vergessen, dass aktuell schon über eine Art Corona-Soli nachgedacht wird, denn der Soli fällt ja, sage ich mal, teilweise zumindest weg. Und da ist ja schon, zumindest aus dem einen oder anderen politischen Lager, die Frage, soll man nicht in diesem Zusammenhang einen Corona-Soli einführen, um hier zumindest diese Steuerlast, also die steuerlichen Einnahmen, die jetzt weggefallen sind, hierdurch ganz einfach aufzufangen. Was am Ende kommt, man weiß es nicht. Es ist wirklich sehr schwierig in dem Zusammenhang hier auch Prognosen zu treffen oder sehr richtige, sag ich mal, Einschätzungen vorzunehmen, denn es ist politisch immer schwierig, in solchen Zeiten Steuern zu erhöhen, wenn natürlich nicht genügend Druck da ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die steuerlichen Einnahmen dieses Jahr wahrscheinlich drastisch sinken werden, was zur Folge haben wird, dass natürlich auch hier das Schlaue, was man machen könnte, Ausgaben reduzieren, nicht der Fall sein wird, sondern man wird natürlich weiter hier Unterstützungen leisten. Ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit aber sehr hoch ist, dass wir in der nächsten Zeit mit einer weiteren Steuer oder einer eventuellen einmaligen Vermögensabgabe oder Ähnlichem rechnen müssen. Wurde ja auch schon zum Anfang der Corona-Zeit, sage ich mal, in den Topf geworfen, dass man hier eine Vermögensabgabe ganz einfach hier in Betracht zieht. Dementsprechend, ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir in den nächsten 24 Monaten, also sprich dann wahrscheinlich bis 2023, schon eine weitere Abgabe haben werden, die dann natürlich hier eine Steuerbelastung für bestimmte Personengruppen darstellt. Ob es eine Wertpapiersteuer, eine Immobiliensteuer oder eine Vermögensteuer in der eigentlichen Sinn ist, das weiß man nicht, aber das wird natürlich dann, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten entschieden werden. Klassische Frage auch wieder, kann ich in dem Zusammenhang, wir sind ja hier im Aktien-, Kryptowährungs- und sonstigen Bereich, zusammen in die Anlage CAP eintragen? Nein, das ist hier nicht der Fall, denn hier Aktien, ETFs, Dividenden sind im Rahmen der Kapitaleinkünfte § 20 des ESTG zu erklären. Kryptowährungen hingegen sonstige Einkünfte mit natürlich einigen Ausnahmen. Video dazu verlinke ich euch hier. In dem Zusammenhang auf jeden Fall Verluste und Gewinne können nicht quer verrechnet werden. Auch innerhalb der Kapitaleinkünfte gibt es hier verschiedene Verlusttöpfe, die dann einfach betrachtet und beachtet werden müssen.
Solltest du an dieser Stelle weitere Fragen haben zum Thema Aktien-ETFs und deren Besteuerung, ich habe zusammen mit einem Kollegen ein Buch geschrieben, und zwar da oben Steuerhandbuch für Privatanleger. Also wenn es dich interessiert, Link dazu findest du unten in der Infobox. Da haben wir wirklich schon mal alles so, sag ich mal, detailliert beschrieben, wie es nur möglich war. Hinter mir auch das Buch zum Thema Bitcoin und Co. Da findest du auch alle Steuertipps und Steuertricks zu diesem Thema, komprimiert und leicht verständlich zusammengeschrieben. Eine Frage aus dem Thema Beruf des Steuerberaters oder von Steuerleuten. Hier die Frage: Ist 30 als Alter für den Einstieg in die Steuerausbildung zu alt? In dem Zusammenhang, ich sag's mal so, man ist nie zu alt. Ich kenne auch Steuerberaterkollegen, die jetzt erst mit 40 angefangen haben, den Steuerberater zu machen und dann mit 50 Steuerberater waren oder auf den Weg gegangen sind, überhaupt Steuerberater zu werden. Es ist natürlich immer die Frage, kannst du in dem Zusammenhang mit deiner zukünftigen Ausbildung dann so viel Geld verdienen, dass du eventuell auch jetzt mit 30 noch das kompensierst, also die Ausfälle, die dir jetzt hier entstehen und du willst dann auch mehr verdienen. Es kann aber wirklich sinnvoll sein, dass du sagst, okay, wenn dein Job eventuell jetzt weggefallen ist, du eine Umschulung machst zum Steuerfachangestellten oder sag ich mal, dann vielleicht gleich direkt in den Steuerberater einsteigst, denn die Voraussetzungen sind ja hier eine wirtschaftliche Ausbildung bzw. natürlich auch dann die Berufserfahrung. Dementsprechend kann es einfach sinnvoll sein, und alt ist man eigentlich zu alt ist man eigentlich nie für irgendetwas, denn ich sag mal so, man lebt heute auch länger, und die meisten Menschen, die ich kenne, sind weit über 70 hinaus, und wenn du mit 30 einsteigst, hast du theoretisch auch nochmal 37 Jahre, wenn man selbst von der Regel Rentenzeitalter, sag ich mal, ausgehen würde, hättest du 37 Jahre vor dir. Und dann, wenn du sagst Ausbildung, hättest du mit Steuerberater und allem möglichen drumherum trotzdem noch 27 Jahre als Steuerberater vor dir. Und ich glaube, das ist schon eine lange Zeit, wo man sagen kann, da ist man doch nicht zu alt. Auf Instagram folgen ja auch einige Steuerfachangestellte, die mich immer wieder mal, sage ich mal, mit der einen oder anderen Frage löchern. In dem Zusammenhang ist es so, kam die Frage auf: Roland, wie kann ich eigentlich meine Buchhaltung optimieren oder wie kann ich mich eigentlich besser bei der Buchhaltung konzentrieren? Ich habe mich da mit dem einen oder anderen unterhalten, und dann kam in dem Zusammenhang raus, der ist in einem größeren Büro, sind 4 Leute drin, er ist der Jüngste in dem Fall, also es ist ein Steuerfachangestellter, also ein männliches Wesen, und in dem Zusammenhang war er mit 3 älteren Damen, sage ich mal, in einem Zimmer, die schon sehr erfahren waren. Die haben die letzten 20 Jahre schon ihre Buchhaltung, 30 Jahre glaube ich sogar eine, hat er erzählt, schon ihre Buchhaltung gemacht. Und dann habe ich in dem Zusammenhang gefragt, okay, ja, wie ist denn das Arbeitsumfeld und so weiter. Und grundsätzlich, vor allem am Anfang, solltest du dich nicht ablenken. Ich weiß, es ist im Großen und Ganzen cool, sage ich mal, da Radio zu hören, eventuell irgendwas nebenbei zu machen. Machen viele. Ich weiß auch, in vielen Steuerkanzleien ist das Radio Alltag, dass man wirklich sagt, da läuft immer irgendwo das Radio mit. Ist auch, wenn man bei den Finanzbeamten anruft, im Hintergrund hört man meistens noch das Radio trällern. Wo ich aber sage, wenn du am Anfang bist oder wenn du komplizierte Dinge bearbeitest, dann ist jegliche Form von Ablenkung einfach schädlich. Das geht im Großen und Ganzen los mit den E-Mails. Also bei uns in der Kanzlei gibt es ein Thema, was das Wichtigste ist am Anfang, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, definitiv dieses Pop-up von Outlook, also Hashtag nur Werbung an dieser Stelle, das Pop-up von Outlook zu deaktivieren, denn das lenkt nur ab. Wenn jedes Mal, wenn es dann Bling macht, dann gehst du sofort hin und sagst, okay, ach, was ist denn da, bin neugierig, und dann bist du rausgerissen. Sonstige Benachrichtigungen komplett am Computer zu deaktivieren, auch an bestimmten Tagen, wenn viel zu tun ist oder, sag ich mal, ja, gerade Termindruck ist, dann auch das Telefon abschalten für die jeweiligen Sachbearbeiter, auch für dich natürlich, dass du sagst, hey, ich würde jetzt gerne die nächsten 2 Tage mal richtig Vollgas arbeiten. Und natürlich auch dann das Radio abschalten. In dem Fall habe ich gesagt, du red mal mit deinen Kolleginnen. Die sind zwar alle, glaube ich, in dem Fall, wie gesagt, so 10, 15, 20 Jahre älter als er. Aber red doch einfach mal mit ihnen und frag, hey Leute, ist es vielleicht in Ordnung, dass wir das Radio mal ein bisschen leiser drehen? Weil dann immer der Sprecher, sage ich mal, mich ablenkt und sonst irgendwas. Und der war eben in der Ausbildung. Nach einer Woche hat er gesagt, der hat sich dann getraut, hatte echt Angst davor. Aber da lief es dann darauf hinaus, dass das dann so funktioniert. Er hat gesagt, ja, okay, ich mache das jetzt einmal. Und seitdem hat er gesagt, kann er sich auf die Buchhaltung besser konzentrieren. Und das ist, wie gesagt, mein Tipp auch an die jungen Steuerfachangestellten oder diejenigen, die neu in irgendeinen Beruf grundsätzlich reinkommen: Konzentriert euch auf die Arbeit und das Radio und alles drumherum. Das könnt ihr machen, wenn ihr Vollprofi seid. Ich zum Beispiel habe nebenbei immer bei mir zwar ein bisschen Musik laufen, aber kein Radio, sondern, sag ich mal, chillige Housebeats, die ein bisschen gerade in den kalten Temperaturen natürlich Sommerfeeling aufkommen lassen. Dann auch wieder ein Thema hier, Steuerberater, die zum Thema Versicherungen beraten und daran mitverdienen. Wünschenswert oder unseriös?
muss man ganz ehrlich sagen, es kommt darauf an, ich sage es wie immer, wenn du eine Spezialität hast, ein Spezialgebiet oder ähnliches, warum solltest du nicht dein Wissen dann auch in anderen Bereichen natürlich nutzen? Ich weiß, es gibt einige Steuerberaterkollegen, die nebenbei auch wirklich im Maklergeschäft oder im Versicherungsvertrieb mit tätig sind, um ihren Mandanten, die haben dann auch einen Mandantenstamm von 150, 200 Mandanten, denen sie dann regelmäßig auch Versicherungen, ja, teilweise sogar aufschwatzen. Ich kenne auch einen Kollegen, der macht das ziemlich, sag ich mal, nervig bei seinen Mandanten. Der hat jetzt aktuell auch das Problem, dass viele Mandanten sich dann, sag ich mal, von ihm lösen, weil sie sagen, sie wollen nicht von Steuerberater versicherungstechnisch beraten werden, sondern sie wollen steuerlich beraten werden. Und da ist es schon so, dass man sagt, okay, Versicherungen beraten, ja, kann man machen. Ich selbst sage auch immer, liebe Leute, das, was ich habe, das empfehle ich auch weiter, weil ich sage, okay, wenn ich damit zufrieden bin oder wenn ich das für mich als nötig erachte und sage, vielleicht ist das ja bei dir in der Situation selber, mache ich selber auch. Aber diesen richtigen Versicherungsvertrieb, den auch einige Steuerberater machen, finde ich definitiv an der Stelle unseriös. Denn als Steuerberater sollte man sich auf die Beratung konzentrieren. Es gibt zwar nebenbei noch, sage ich mal, andere, sag ich mal, Themen, wo man sagt, man kann sich irgendwo dran beteiligen an diesen Unternehmen und eventuell das dann so in Kooperation machen. Aber das Versicherungsvertreter auftreten von einigen Steuerberatern, die das wirklich machen oder auch Makler auftreten, da muss man sagen, ist eher schädlich. Gab es ja damals auch das Problem, gerade das Thema Ostimmobilien, was wir jetzt wieder haben in diversen anderen Bereichen, wo ich auch nochmal sehr ausführlich darauf eingehen werde, dass dort natürlich am Ende gewisse Personen, Banken, Vertriebsleute dran verdienen mit Steuersparmodellen, die am Ende natürlich dann reine Luftnummern sind. Dann die Frage natürlich, gibt es Möglichkeiten, Währungskosten bei Kapitaleinkünften anzusetzen, hohe Transaktionskosten bzw. Transaktionsgebühren? Hier ist es grundsätzlich so, ja, diese Transaktionskosten, Anschaffungskosten und Veräußerungskosten werden hier mit reingenommen. Das sind Teil der Anschaffungs- und Veräußerungskosten, die dir einfach entstehen, die du auch mit anrechnen kannst. Jeder normale Broker, den ich kenne zum Beispiel, macht das auch automatisch, dort wird das alles hier dementsprechend mit betrachtet. Was nicht geht, sind laufende Währungskosten, Fortbildungen oder natürlich auch Depotgebühren. Diese sind hier ausgeschlossen, denn da gilt nur der Sparerpauschbetrag von 801 bzw. 1602 Euro. Auch immer wieder eine Frage aktuell zum Thema Kryptowährungen. Wie werden Airdrops von Kryptowährungen besteuert? Aktuell ist es so, dass diese Airdrops, die ja meistens hier, sage ich mal, im Cent- oder minimalsten Euro-Bereich sind, meistens steuerlich vernachlässigt werden können. Und diese Kryptowährungen, die teilweise über Airdrops ganz einfach vorhanden sind, hier theoretisch bei, sage ich mal, Zufluss im Privatvermögen sofort wertlos sind. Dementsprechend kann man sagen, Airdrops im kleinen Bereich kann man definitiv ignorieren. Und dann kommt es natürlich im größeren Stil darauf an, wie denn eigentlich die Grundlage ist und warum du in dem Zusammenhang natürlich diese, ja, Airdrops bekommst. Dann noch ein Thema, und zwar die Frage, ist dein Influencer-Buch auch für Gründer? Ja, grundsätzlich das Buch Steuern für Influencer, die Steuererklärung Tinder leicht meistern, ist auch für normale Gründer, sage ich mal. Jetzt primär natürlich eher für diejenigen, die im Online-Bereich gründen, also klassischerweise Affiliates oder natürlich im Marketing-Bereich. Wo ich sagen würde, ist es zwar auch von den Grundlagen her, denn ich erkläre auch sehr viele Grundlagen, aber da gibt es vielleicht andere Bücher, die jetzt zum Beispiel für die, sage ich mal, klassischen Berufe Bäcker, Metzger, Wirte, die sich dort selbstständig machen, besser geeignet sind, weil sie einfach dann in dem Zusammenhang ja mehr auf diese Details eingehen. Bei mir ist wirklich alles komplett im Bereich, ja, sag ich mal, Online-Marketing, Influencer, Steuern, aber natürlich auch, wenn du sagst, du programmierst Homepages oder auf andere Weise verdienst du dein Geld digital. Dann auch eine Frage, betreust du auch Umwandlungen? Da kurz zur Erklärung, was sind Umwandlungen für diejenigen, die es nicht wissen. Du kannst dir ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft, eine GmbH, auch in jede andere, sage ich mal, Gesellschaftsform umwandeln, eben diesen Umwandlungsvorgang. Kommen bald auch noch ziemlich ausführliche Videos zu diesem Thema, weil das auch ein paar Mal an mich herangetragen worden ist. Ja, wir machen auch in unserer Steuerkanzlei, beziehungsweise hier über eine Steuerberatungsgesellschaft, an der ich beteiligt bin, machen wir das Ganze, dass wir in dem Zusammenhang Umwandlungen und Steuergestaltungen ganz einfach abwickeln. Da arbeite ich, beziehungsweise arbeiten wir mit mehreren Steuerberatern, Rechtsanwälten und auch Notaren zusammen, wo wir natürlich in dem Zusammenhang den kompletten Prozess begleiten. In diesem Zusammenhang, ja, wir machen auch Umwandlungen. Hauptsächlich dieses Jahr waren sehr viele Umwandlungen, gerade aus dem Online-Marketing-Bereich oder aus dem Krypto-Bereich heraus, aus dem, sage ich mal, Einzelunternehmen, aus dem Gewerbe heraus,
in eine GmbH. Das war dieses Jahr der Standardfall, mit zusätzlich natürlich noch Holdingstrukturen, die aufgebaut worden sind. Das waren so die Standardfälle, die ich dieses Jahr, glaube ich, 20 oder 30 Stück in Summe betreut habe und wo wir auch noch bis zum 31.12. Corona-Sonderregelungen, diese, sage ich mal, rückwirkend auf den 1.1. entsprechend, wenn es möglich ist, umwandeln. Das war wieder eine Menge Fragen und Antworten von euch an mich. In dem Zusammenhang ist es so, wenn ihr Fragen habt, stellt diese auf jeden Fall hier auf Instagram bzw. auf YouTube im Community-Bereich. Und natürlich am Ende findet ihr wie immer hier zwei Videos, die dich bzw. euch noch interessieren werden. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.